Guten Tag, mein Name ist Roman, der Künstler, der Passepartout perfektioniert hat. Und das hier oben ist das goldene Tor, was mich in der letzten Folge nicht reinlassen wollte, weil ich nämlich nicht würdig bin, um ein Ticket zu kaufen, um dort hineinzukommen. Deswegen müssen wir tatsächlich heute versuchen, wieder ein bisschen höher zu kommen, ein bisschen weiter zu kommen. Dafür gehen wir allerdings jetzt erstmal runter und sorgen erstmal dafür, dass wir bei Benjamin etwas einkaufen. Okay, du musst zuerst, bevor du ins Museum gehst, ein Masterpiece, also ein wirkliches Schmuckstück, kreieren. Du musst deine Werkzeuge und deine Leinwand ganz genau aussuchen. Und du musst deine Mona Lisa entwerfen. Das heißt, wir müssen jetzt also für das Ticket von diesem goldenen Schloss, der goldenen Tür, müssen wirklich das Beste, allerbeste zeichnen, was es überhaupt nur gibt. Alles klar. Square Canvas. Eieiei, ist das groß. Wir werden... In welcher Richtung wollen wir es zeichnen? Okay. Das bedeutet, wir müssen unsere Mona Lisa malen. Und ich habe die Idee, wie ich das hinbekommen kann. Und dann gehen wir hier nochmal lang. Das wird nämlich unsere Mona Lisa. Ui, da bin ich jetzt ein bisschen ausgerutscht. Geht hier nochmal ein weiterer Kreis. Der hier wieder ein bisschen hoch geht. Und dann geht er hier wieder runter. Die Kenner unter euch kennen sich aus, was ich hier gerade zeichne. Ein richtig nices Klo. Okay? Weil wann hat das letzte Mal ein Künstler so ein richtig nices Klo gezeichnet? Einen leichten Spritzer Wasser schon mal rein. Aber ich kann euch gleich zeigen, das Bild wird mehr Tiefe haben. Es wird nicht einfach nur so eine normale Toilette sein und betonen dieses tiefblaue Wasser, damit man merkt, ui, das ist ja Karibikwasser da drin. Die schönste Toilette ever. Eine miese Toilette wird es werden. So, die ist schon ein bisschen voll gekägelt. Okay, bissel. Indem wir hier mit Sponge nochmal drauf gehen, die ein bisschen größer machen und die auch so richtig mies stinken lassen. Die stinkt so nach oben. Einfach nach oben stinkt die. Puh. Puh. Damit das Ganze auch wirklich richtig authentisch aussieht, braucht man hier irgendwo noch so eine Rolle Klopapier. So. Und dann mit diesem Weiß, was hier da ist, was nochmal ein bisschen anders aussieht, so einen perfekten Kreis. Und dann haben wir da sozusagen überall diese Falten. Und hier so ein bisschen Welle. So, damit haben wir dann weißes Klopapier. Diese Toilette, die so richtig stinkt, die müssen wir jetzt richtig nice machen, indem wir die Watercolor nehmen, die Summer Fun Farben und dann gehen wir einmal hier zur Seite, machen hier den Pinkstrich. Damit kommt es nochmal stärker rüber. Einen blauen Strich hier hoch, den orangenen Strich. Wir machen das so ein bisschen summermäßig. Oh, yes. Und der Titel hierfür ist 50 Cent. Oh, das Bild ist kopfüber, eine Toilette mit einem Toilettenpapier, überall ein bisschen Wasserfarbe. Das ist es. Es ist das Werk eines genialen Meisters. Der erste Testverkauf von unserer Mona Lisa. Bitte ansehen. Bruh. Was? Unnatürlich, als ob du dir deine Haare blau färbst. Ach, du hast doch keine Ahnung von Kunst. Benjamin! Ich bin bereit. Ich habe mein Meisterpiece. Ja, ich bin fertig. 50 Cent. Es ist so hübsch. Oh, Benjamin. Du weißt, wie es funktioniert. Hier ist das Ticket fürs Museum. Oh mein Gott, er hat uns ein Ticket gegeben. Ich bin schon aufgeregt. Quick, quick, quick. Willkommen im Museum der Meister. Oh mein Gott. Ich bin jetzt einfach ein Meister. Was für eine riesige Treppe. Oh, was? Oh, das sind Tauben. Gut, 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 gut. Mach die Taube. Und hier sind überall die waschechten Bilder von den größten Künstlern weltweit. Das ist die Sternennacht von Van Gogh. Hey, Kurator, was geht? Oh, ich soll ihm übrigens nicht in die Augen schauen, hat er die ganze Zeit gesagt. Was möchtest du? Ich möchte gerne einen Platz hier im Museum der Meister haben. Okay, dann zeig es mir und verschwende nicht meine Zeit. Das, mein werter Herr, ist 50 Cent. Es ist schon sehr gut. Es könnte vielleicht 136 Euro wert sein. Mist. Alter, der hätte uns nur 136 dafür gegeben. Niemand will unsere Toilette kaufen.
Das heißt also, unsere Toilette, die wir gezeichnet haben, über all die Zeit, wo ich jetzt so viel Zeit rein investiert habe, ist quasi nichts wert. Benjamin, es ist nicht gelaufen! Hat er deine Zeichnung gemacht? Nein. Wenn du es hinbekommst, dass Adrienne dich mag, könnte sie dafür sorgen, dass du ins Museum kommst. Nicht schlecht. Das heißt also, es gibt eine Adrienne, die uns dabei helfen kann, in dieses Museum reinzukommen. Aber Adrienne? Naja, ich weiß ja nicht. Hier, ich glaube, wir müssen hier weiterkommen. Aber hier ist Lanzekur. Und dieser Typ hier möchte 2000 Euro von uns haben. Aber wir haben keine 2000 Euro. Hey, Opa. Du liebst doch Bilder. Hier, schau mal. Was hältst du von 50 Cent, Oppi? Guck's dir mal an. Jawollo! Der Opa hat einfach 1000 gegeben. Haha, wuhu! Oh, ein Tool für... Dieser Pinsel ist für professionelle Zeichner. Wisst ihr was? Wir kaufen uns jetzt einfach diesen. Wisst ihr was? Jetzt haben wir Dinge, die uns mehr professionell aussehen lassen. Statt die Kunst so zu machen, als ob man die verkaufen möchte und als ob man was Richtiges zeichnen möchte, machen wir einfach so Kunst, wo die Leute denken, dass sie teuer ist. Okay? Wir gehen zum Beispiel hier mit dem Round Bristle Brush hier hin, Mann. Und machen hier erstmal alles so... Oh yes, oh yes. Das sieht so lederig aus. Oh mein Gott. Das ist wie so Öl, was wir hier so zeichnen. Oh, was? Und dann hier nochmal mit Gelb in der Mitte. Oh, yes. Und dann ist hier oben einfach nochmal ein Sprinkle Brush. So. Perfekt. Und das nenne ich Feueralarm. Oh ja, da kommt schon Punk an. Das könnte uns auf jeden Fall Kohle einbringen. Oh Mann, das ist wirklich langweilig. Hey, aber warte mal. Wenn die Punker das langweilig finden, ne? Vielleicht finden das dann die Reichen? Interessant, es ist viel zu kompliziert. Okay, wisst ihr, was die, glaube ich, haben wollen? Ich zeig dir, was die... Ich glaube, ich weiß ganz genau, was die wollen. Ich zeichne jetzt hier kurz ein Millionending, du. So. So zwei so Augenkringel. Und dann gibt es hier so einen roten Mund. Und Haare. So. Und guck mal, wir können hier sogar die Haare sogar so ein bisschen wie so glänzen lassen. Okay? Echte Haare. So, wer will hier echte Haare kaufen? Kauf es, Mann. Kauf es! Nope. Ich glaube, dem fehlt noch ein bisschen... mehr Details da drin. So, wir gehen jetzt mehr so auf dieses Lilane und machen wie so einen Strudel. Und dann geht der Strudel hier noch weiter. Okay? Alter, das sieht so cool aus, Mann. So, und dann kommt er jetzt einfach nochmal mit dem Schwamm in Blau. Hier nochmal was drüber einfach. Und das nennt sich jetzt echte. Echte Haare, echte. Du musst es kaufen, kauf es bitte! Halt es simpel. Okay. Und dann, was wir ihm jetzt zeichnen, das muss funktionieren, Mann. Wir gehen hier nochmal. Einen schönen Sonnenuntergang, okay? Diesen kleinen, aber feinen Sonnenuntergang. Bitte. Bitte, kauf es! Hey, Benjamin kommt. Komm, bitte. Der Monopoly-Mann wollte nicht bezahlen. Ich habe 380. Willst du das kaufen, Margarete? Margarete, kaufst du mir das bitte ab? Für 103. Okay, verkauft. Gut, wir sind ganz schön schlecht dran. So, wir müssen 2000 Dollar zusammen verdienen. Deswegen habe ich jetzt nochmal schnell drei Bilder gezeichnet im Schnelldurchlauf. Und guck mal, wie ich die jetzt verhökert bekomme. Ich habe hier einmal den Balloon. Das ist dementsprechend das günstigste von allen. Da kriege ich 142. Mal gucken, ob vielleicht jemand anderes ein bisschen mehr gibt. Okay, Balloon mögen sie nicht. Dann lass mich nochmal probieren. Magma. Aha, 500. Okay, ich brauche aber ein bisschen mehr, Leute. Magma ist mein Baby, was ich hier gezeichnet habe. 205, tut mir leid. Nein. Da, ich habe irgendwie versucht gehabt, so mit Kretu nochmal irgendwie was mega künstlerisches zu machen. 405, nicht schlecht. Nehme ich aber nicht an. 44! Willst du nochmal Kretu kaufen? Ich würde sie jetzt für 500 verkaufen. Die anderen wollen es nicht. Okay, die nimmt Kretu für 500. Alter, ich habe Kretu nochmal. Das ist einfach ein Bug. Alter, ich habe einen Bug. Nee, doch nicht. Wenn ich jetzt Magma nehme und die jetzt Magma kauft. Guck mal, da ist es wieder. Ah, nee, doch nicht. Wie findest du das? 216.
Okay, egal. Okay, neuer Tag, neues Glück. Nicht wundern, Leute, ich bin gerade an einem anderen Tag. Ich mache jetzt die Aufnahme einfach weiter. Ich wollte die Aufnahme eigentlich gestern noch abschließen, aber mir fehlen noch 200 Dollar. Und ich glaube, Margaret wird uns da die 200 Dollar geben, wenn ich jetzt was Gescheites zeichne. Okay, und deswegen gebe ich euch nochmal hier was Besonderes für den Schluss. Und zwar hier so einen Boden, so einen dunklen Boden. Und zeichnen von hier dann ein bisschen lila. Dann hier ein bisschen in blau. Und dann hier nochmal ein bisschen in türkis hoch. So, was man dann hier hinstellt, damit es richtig cool aussieht, habe ich jetzt zum Schluss von der Folge noch eine gute Idee. Und zwar zeichnen wir hier einfach so einmal so, einfach so ein richtig schönes Atomkraftwerk. So, und dann in die Mitte nochmal so einen gelben Punkt. Und da kommt so noch ein bisschen Gift oben raus. Kleine Büsche, denen es nicht so gut geht. Da sind nur so graue Blätter. Dieses Bild heißt einfach miese Luft. Ich glaube, ich habe schon tausende von ihr bekommen. Aber sie gibt nochmal 463. Und damit haben wir genug. Und das bedeutet jetzt für uns, dass wir jetzt eigentlich was Besonderes weitermachen können. Denn diese Folge war nämlich sehr erfolgreich für uns. Wir haben nämlich hier unseren Kollegen, den wir am Anfang der Folge, glaube ich, auch gesehen haben. Hier können wir auf jeden Fall eine Quest erfüllen mit 2000 Euro. Und die haben wir... Und die geben wir... Wait, who? Oh Gott. Der wollte doch kein Geld haben. Der wollte, dass ich jetzt irgendwie so einen Typen suche, der hier irgendwo im Garten herumstreuen hat. Das heißt, ich habe das Geld gar nicht benötigt. Ach, guck mal, mit dem müssen wir jetzt reden. Das ist der Mysterious Sage. Das ist so ein Sagensager. Oh Gott. Der Typ, der uns da nicht weiterlässt, der will, dass wir von dem hier irgendwie einen Kopf bekommen. Ist das der Chantelon? Ja, das bin ich. Jetzt ist es Zeit für dich zu trainieren. Hä? Ich muss bei dem trainieren? Bist du bereit, um zu beginnen? Nee, gerade noch nicht. Falls ihr sehen wollt, wie wir hier bei diesem Typen trainieren, gebt einen Daumen nach oben, schreibt gerne einen netten Kommentar. Das war die heutige Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao!